Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31, Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Hessen nimmt Verantwortung für Klimaschutz mit konkreten Zielen und gezielten Maßnahmen, Drucksache 19/5411, zusammen mit Tagesordnungspunkt 64, dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Klimaschutz in Hessen, Drucksache 19/6000, vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erste spricht Kollegin Feldmayer für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben für dieses Plenum sehr bewusst diesen Antrag gesetzt. Hessen übernimmt Verantwortung für Klimaschutz mit konkreten Zielen und gezielten Maßnahmen. Denn genau die Übernahme von Verantwortung ist jetzt sehr wichtig. Wir müssen jetzt handeln. Dafür braucht es Willen, Mut und einen Plan. Und genau das haben wir hier in Hessen, meine Damen und Herren. Wir haben als Koalition einen Plan auf den Weg gebracht, der Schritt für Schritt wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzt. 140 Maßnahmen werden aufgelistet. 42 besonders wirksame Maßnahmen werden vorgezogen und umgesetzt. Und dafür werden in den nächsten 2 Jahren zusätzliche 140 Millionen € ausgegeben. Wir haben den Willen, wir haben den Mut und wir haben einen Plan, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen jetzt leider nicht ersparen. Das ist der Unterschied zu dem, was wir aktuell in den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene beim Klimaschutz erleben dürfen. Was dort bisher vorgestellt wurde, ist zu schwammig und zu unambitioniert. Denn, meine Damen und Herren, wir müssen jetzt handeln. Wir müssen raus aus der Kohle, anders geht das nicht. Und, meine Damen und Herren, selbstverständlich müssen wir diesen Strukturwandel auch begleiten. Das Ökologische geht nicht ohne das Soziale. Wir müssen die Menschen da mitnehmen, das ist ganz klar. Aber es ist doch nicht hilfreich, wenn Entscheidungen immer wieder aufgeschoben werden und auf die lange Bank geschoben werden und jetzt in eine Kommission, wie die GroKo-Verhandler es vorhaben. Meine Damen und Herren, das ist nicht der richtige Weg. Namhafte Wissenschaftler wie Stephen Hawking warnen davor, dass die Erde in 100 Jahren nicht mehr bewohnbar wäre. Ich hoffe, dass diese Prophezeiung oder diese Untersuchung dass sie nicht zutrifft. Das ist eine unglaubliche Vorstellung heute. Ich hoffe wirklich nicht, dass es passiert oder dass es irgendwie dazu kommt. Aber eines ist doch klar. Es geht um unsere Existenz, um nichts anderes. Und deshalb, meine Damen und Herren, Klimaschutz ist doch in der Politik keine Kür. Es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht jeder Regierung, sich darum beherzt zu kümmern. Und genau das tun wir auch hier in Hessen aus diesem Grund. Wir haben uns feste Ziele gesetzt in Hessen und dafür ganz konkrete, machbare Lösungen entwickelt. Dazu gab es einen breiten Beteiligungsprozess. Wir sagen auch, Klimaschutz muss kein Verzicht sein, sondern kann ein Zugewinn an Lebensqualität sein. Das sieht man doch hier in Hessen. Deshalb haben wir das Landesticket und das Schülerticket auf den Weg gebracht. Das ist ein Riesenerfolg, mobil sein und das Klima zu schützen. So machen wir das hier in Hessen. Und wir beweisen damit auch, dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze sind. Beides muss zusammengebracht und zusammengedacht werden, immer wieder. Erfolgreiche Klimaschutzpolitik bringt auch ökonomische Chancen. In Hessen wurde mit einer Studie errechnet, was passiert mit und was passiert ohne zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Das Ergebnis ist, das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung steigen bei zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen. Die in Hessen geplanten Maßnahmen setzen Investitionsimpulse von 1,6 Milliarden € und schaffen Arbeitsplätze. Also auch ein tolles Investitionsprogramm, das wir da auf den Weg gebracht haben, meine Damen und Herren.
Aber wir können in Hessen sicher nicht alleine die Klimakatastrophe aufhalten. Wir werden weltweit nur eine Lösung finden, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und genau deshalb ist das weltweite Bündnis der Regionen für Klimaschutz unter 2 Grad, initiiert von Jerry Brown, dem Gouverneur von Kalifornien, so wichtig. Und ich freue mich natürlich auch, dass das Land Hessen diesem Bündnis beigetreten ist, so wie das Land Baden-Württemberg. Und wir sehen aber auch in anderen Bereichen. Wir sehen aber auch beim Klimaschutz, dass weltweit Menschen Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist mir auch nicht bange, wenn Politiker wie Trump in dieser Beziehung irrlichtern und versuchen, den Klimaschutz zu diskreditieren, zu leugnen, dass es notwendig ist, und der Klimaschutzpolitik Steine in den Weg zu legen. Wir haben hier in Hessen ein Klimabündnis der Kommunen, wo sich bereits 150 Kommunen für den Klimaschutz engagieren. Denn es ist klar, ohne die Kommunen geht es nicht. Wir müssen auf allen Ebenen handeln. Und da bin ich den Kommunen sehr, sehr dankbar und den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern, dass sie hier sich so beherzt engagieren. Und ich möchte noch einmal zu den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene kommen. Denn wir brauchen in Hessen auch gute Rahmenbedingungen und Ziele von einer Bundesregierung. Da sieht man mit dem, was bisher vorgelegt wurde, es geht nicht recht voran. Es sieht noch nicht gut aus in Sachen Klimaschutz. Und deshalb auch unser Appell hier an die Verhandler auf Bundesebene. Bitte legen Sie noch zu. Tun Sie mehr. Es ist notwendig, jetzt zu handeln. Meine Damen und Herren, und es kommt ja nicht oft vor, dass sich zu Koalitionsverhandlungen bekannte Persönlichkeiten aus den USA direkt an die Bundestagsfraktionen wenden. Vor 2 Tagen hat der frühere US-Vizepräsident Al Gore sich an die Fraktionsmitglieder von Union und SPD gewandt und den Kohleausstieg bis 2030 gefordert. Recht hat er. Er twitterte: Das ist Ihr Moment zu führen und die Klimakrise zu lösen. Er machte deutlich, dass eine Einigung zum Kohleausstieg eine Chance wäre, das Klimaschutzversprechen einzuhalten und von den Vorteilen einer sauberen Energiewirtschaft zu profitieren. Warum schaut man denn weltweit überhaupt auf die Verhandlungen der Großen Koalition in Sachen Klimaschutz? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Weil Deutschland ein starkes Land ist, weltweit und in der EU. Weil Deutschland einmal Vorreiter war in Sachen Klimaschutz und Vorreiter beim Thema erneuerbare Energien war. Und wenn jetzt das Klimaschutzziel 2020 erst direkt, jetzt vielleicht indirekt, in der sich anbahnenden Großen Koalition aufgegeben wird, ist es ein ganz, ganz schlechtes Signal weltweit mit verheerender Wirkung. Genau aus diesem Grund muss hier beherzt gehandelt werden, meine Damen und Herren. Deutschland hat sich eigentlich verpflichtet, die Klimaschutzziele einzuhalten, und das aus gutem Grund. Wenn Deutschland ein so wohlhabendes Land hier aufgibt, was machen dann erst die Schwellenländer? Was machen die Entwicklungsländer, wenn es Deutschland nicht schafft? Also, Deutschland trägt eine Verantwortung weltweit, und hier muss Verantwortung übernommen werden, meine Damen und Herren. Wir werden unseren Kopf in Hessen jedenfalls nicht in den Sand stecken, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht gut sind. Denn ich bin froh, mit Priska Hinz als leidenschaftliche Umweltpolitikerin und Klimapolitikerin eine Ministerin mit kühlem Kopf zu haben und mit einem Herz für Klimaschutz. Meine Damen und Herren, wir haben das feste Ziel, Hessen soll bis 2050 klimaneutral werden. Wir haben uns Zwischenziele gesetzt, und wir haben konkrete Maßnahmen für alle klimarelevanten Bereiche, vom Verkehrssektor über das Thema Energieeffizienz, Wärmedämmung und vieles mehr. Und wir haben beschrieben, wie wir diese Ziele erreichen wollen, Schritt für Schritt. Das ist mühsam, das macht Arbeit, aber wir werden es schaffen mit diesem Klimaschutzplan. Wir werden diesen Klimaschutzplan ganz konsequent abarbeiten, Schritt für Schritt. Ich glaube, diese Mühe lohnt sich. So geht eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik in Hessen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Allein die Überschrift des Werbeantrags von CDU und GRÜNEN, Hessen übernimmt Verantwortung für Klimaschutz, ist scheinheilig und täuscht die Menschen im Land. Die Landesregierung gaukelt den Menschen vor, nein, ihre Politik ist eine Unverschämtheit, gaukelt den Menschen vor, dass die Klimaschutzziele mit dem hessischen Klimaschutzplan 2025 zu erreichen wären. Das sind sie nur, wenn man die Treibhausgasbilanz des Landes schönrechnet. Und genau das hat die Landesregierung gemacht. Bei der Bilanzierung der klimarelevanten Emissionen behauptet die Landesregierung, dass im Vergleich zum Basisjahr 1990 bereits eine Senkung um 26% erreicht worden sei. Damit läge das selbstdefinierte Zwischenziel der Landesregierung, eine Treibhausgasreduktion um 30% bis 2020, in greifbarer Nähe. Zu diesem Ergebnis kommt die Landesregierung, weil der nach Hessen importierte Strom in der CO2-Bilanz nicht auftaucht. Ja, Sie haben richtig gehört, wenn wir Strom verbrauchen, der in anderen Ländern z. B. mit Braunkohlekraftwerken erzeugt wird, ist es für Hessen quasi klimaneutral. Die Kritik daran ist nicht neu. Die wurde vom BUND erarbeitet und ist von uns bereits bei der Erstellung des Hessischen Klimaschutzplans 2025 hier vor knapp einem Jahr vorgebracht worden. Geändert hat die Landesregierung ihre eigenwillige Bilanzierung seitdem aber nicht. Ganz einfach deshalb, weil ohne diesen Bilanztrick der ganze Klimaschutzplan einfach hinfällig wäre. Bilanziert man auch den importierten Strom, hat Hessen seit 2019 erst eine Senkung der CO2-Emissionen um 12% erreicht, nicht um 24. Für das Ziel der Landesregierung, bis 2020 eine CO2-Emission um 30 und bis 2025 um 40% zu verringern, müsste der CO2-Ausstoß jedes Jahr um mindestens 3,5% gesenkt werden. Die Landesregierung plant auf Grundlage ihrer Spezialbilanzierung aber nur eine Reduktion um 5,5%. Über alle Maßen erschreckend ist, dass selbst diese Vorgabe nicht erreicht wird. Aktuell schaffen wir in Hessen noch nicht einmal ein halbes Prozent weniger CO2 im Jahr freizusetzen. Aber anstelle einer Berichterstattung über die aktuelle Situation müssen wir uns die Selbstbeweihräucherung der Regierungsfraktionen anhören und wie toll ihr Klimaschutzplan sei. Mit dem hessischen Klimaschutzplan wird keins der Klimaschutzziele zu erreichen sein. Was soll denn daran toller Plan sein? Weder das von Hessen selbst gesteckte niedrige Klimaschutzziel für 2020 noch das Ziel 2025 und schon überhaupt nicht die Erfüllung des Pariser Abkommens. Der hessische Klimaschutzplan, den die Regierungsfraktionen in ihrem Antrag lobpreist, ist so schlecht, ja so falsch, dass der BUND in Hessen sich gezwungen sah, ihm einen eigenen Klimaschutzplan entgegenzustellen. So, und jetzt reden wir noch einmal über Verantwortung, die in dem Schaumschlägerantrag von CDU und GRÜNEN so hochgehängt wird. Wie bitte verteidigen Sie die Entscheidung, und es war eine Entscheidung, die CDU und GRÜNE getroffen haben, die Stromimporte nach Hessen bei der CO2-Bilanz nicht zu berücksichtigen? Stellen Sie sich einmal einen Moment lang vor, wir würden diese Logik den CO2-Ausstoß des motorisierten Straßenverkehrs anwenden. Die Ölquellen in Hessen sind eher selten. Der Anteil an Bioethanol im Sprit auf 5 oder 10% begrenzt. Seien wir großzügig und gehen von einem Importenergieträger für den Straßenverkehr von 85% aus. Weil das Öl für den Sprit nicht aus Hessen kommt, hätten wir nach dieser Bilanzlogik der Landesregierung sofort eine Verminderung des CO2-Ausstoßes um 85% erreicht. Damit wäre der Verkehr fast klimaneutral. Warum rechnet die Landesregierung im Verkehrssektor nicht genauso wie bei den Stromimporten? Ganz einfach, weil es falsch ist, weil es den tatsächlichen CO2-Ausstoß in Hessen verschleiern würde und weil es Betrug wäre. CDU und GRÜNE mobilisieren in ihrem Antrag alles, was die Phrasendreschmaschine hergibt. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Ausgleich von Ökologie und Ökonomie und Verantwortung für die kommenden Generationen. Verantwortung ist ein wirklich gutes Stichwort. Es ist an der Zeit, dass Priska Hinz und Tarek Al-Wazir, die beiden grünen Vorzeigeklimaschützer, Verantwortung für die Klimapolitik der Landesregierung übernehmen. Ja.
Verantwortung für diese gezielte Desinformation, die Sie verbreiten, um das Scheitern Ihrer Klimapolitik in Hessen zu kaschieren. Die Waldeckische Landeszeitung vom 27.01. zitiert Herrn Minister Al-Wazir mit dem Slogan: Wer grün wählt, bekommt auch grün. Ich möchte nicht polemisch werden. Es ist sicher schwierig, der CDU auch etwas Klimaschutz abzutrotzen. Das will ich Ihnen zugestehen. Aber man darf doch am Ende die grün angestrichenen CDU-Positionen nicht mit den eigenen Inhalten verwechseln, meine Damen und Herren. Geradezu dummdreist ist es, sich hier hinzustellen und den Menschen weismachen zu wollen, dass die Klimaschutzpolitik in guten Händen sei, dass der hessische Klimaschutzplan toll sei und dass man auf dessen Grundlage die Klimaschutzziele erreichen würde, und sich nicht davor scheut, alternative Fakten zu schaffen. Das ist das Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Das ist Heuchelei und Verleugnung. Das ist genau die Art von Marketing getriebenen Politikzirkus, weshalb die Menschen sich von der Politik und den Parlamenten immer weiter abwenden. Seien Sie ehrlich, sagen Sie den Menschen, wo wir im Klimaschutz in Hessen wirklich stehen. 13,5% ökologisch bewirtschaftete Flächen sind noch keine Agrarwende. Bei der Energiewende hat der Ausbau der Windenergie dem Ziel, einen Zubau von durchschnittlich 400 Megawatt jährlich, hängt das erheblich hinterher. In 2017 waren es 280 Megawatt und für 2018, wie viele Anträge liegen denn vor? Kommen wir da überhaupt nur in die Nähe? Seien Sie an der Stelle ehrlich. Und im Verkehrssektor nehmen die Emissionen zu und nicht ab. Wir haben hier keine Abnahme. Sie müssen handeln. Wir sind auf dem Weg, auch nur eines der Klimaschutzziele zu erreichen. Und wir sind eben nicht auf dem Weg. Sie sagen immer wieder, Sie seien dahin, aber das ist eben nicht so. Und um Herrn Kaufmann zu zitieren, das Gequake der Landesregierung ist hier nicht hilfreich. Die Landesregierung tut so, als könnten wir weiter so machen wie bisher. Der Kapitalismus muss halt nur etwas grüner werden. Das ist falsch, und das wissen Sie auch. Wenn wir den Klimaschutz wirklich ernst nehmen, stehen wir vor einem grundlegenden sozial-ökologischen und demokratischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Um wenigstens, bestimmte Realitäten sind einfach nicht wegzuleugnen, und man wird es nicht hinkriegen, solange es darum geht, Profite zu erzielen im höchstmöglichen Maß, und das legitim ist. Wir werden an bestimmten Stellen wirklich ganz heftig umsteuern müssen. Sonst sind wir da, und da bin ich ja durchaus bei der Position der GRÜNEN und bei dem, was Wissenschaftler deutlich sagen, dass dieser Planet irgendwann nicht mehr bewohnbar ist. Und dann müssen wir uns doch entscheiden, was wir wollen. Gewinnerzielung um jeden Preis, oder wollen wir diesen Planeten und die darauf lebenden Menschen retten? Und die Frage muss man sich doch einmal ehrlich beantworten. Und wenn die GRÜNEN der Meinung sind, wir müssen so weitermachen, dann machen Sie so weiter. Wenn Sie es aber ernst meinen mit Ihrem Klimaschutz, dann müssen Sie Dinge verändern. Wir brauchen verlässliche Zahlen, wo Hessen bei der Reduktion der Treibhausgase steht, und zwar einschließlich der Stromimporte. Sie müssen Ihre Zielsetzung korrigieren und eben nicht bis 2040 und nicht bis 2015, was das 2-Grad-Ziel erreicht. Und Sie müssen mindestens 90% der Treibhausgase gegenüber 1990 reduziert werden. Auf dieser Grundlage muss die Landesregierung überprüfbare Mindestziele in 5-Jahresschritten festlegen, überprüfbare, und sich dann auch ehrlich die Karten legen und nicht sich und der Bevölkerung in die Tasche lügen. Es ist doch wichtig, dass wir hier an der Stelle genau hingucken. Wie wir im Fall der Stickoxidbelastung sehen, muss Klimaschutz einklagbar sein. Anstelle eines unverbindlichen Plans mit unzähligen Vorschlägen, die man aufnehmen kann oder eben auch nicht, wenn man nicht will, fordern wir ein rechtsverbindliches hessisches Klimaschutzgesetz. Und liebe GRÜNE, das habt ihr doch auch schon einmal gewusst, das habt ihr doch selber gefordert. Dann steht doch auch dazu, setzt es jetzt, wo ihr die Chance habt, um. Wir brauchen keine unverbindlichen Pläne, wo man irgendwas machen oder lassen kann. Wir brauchen Regelungen, die einklagbar sind. Wir brauchen einen Klimaschutz, der durchsetzbar ist und nicht einen Haufen gute Worte. Und wenn Sie noch mehr Anregungen brauchen, dann gucken Sie in unsere Haushaltsanträge. Aber hören Sie auf, sich hier nur selber zu loben. Danke, Frau Kollegin Schott. Für die SPD-Fraktion spricht nun Frau Kollegin Löber. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Nun gehöre ich diesem Hohen Hause seit über 4 Jahren an. Aus nächster Nähe erlebe ich, was mich früher erst nach der medialen Filtration der Medienschaffenden erreicht hat. Seit 4 Jahren prasselt die volle Dosis auf mich ein. Und immer wieder muss ich hier sitzend ertragen, wie diese Regierung und die sie stützenden Fraktionen dieses Parlament mit Inhaltslosen beschäftigen. Wieder ein neues Kapitel in dem dicken Buch schwarz-grüner Belanglosigkeit. Wäre es nicht viel wichtiger, die kostbare Debattenzeit nicht für Lobhudelei, sondern für konkrete Ziele und Veränderungen zu nutzen, die für Hessens Zukunft wichtig sind? Echter Klimaschutz zum Beispiel. Mit dem integrierten Klimaschutzplan hat sich das Land Hessen zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 30% im Vergleich zu 1990 und bis 2025 um 40% zu reduzieren. Bis 2050 will Hessen klimaneutral werden. Wow, könnte man da sagen. Gutes Ziel. Aber was ist denn nun seit März 2017 konkret passiert? Wie hat sich die Treibhausgasemission in den letzten Jahren verändert? Haben Maßnahmen Ergebnisse gebracht? Und welche Ergebnisse? Die Zahlen sind doch vernichtend. Stattdessen berichten die Medien bereits jetzt vom Nichterreichen der Klimaziele in ganz Deutschland, damit auch in Hessen. Der Treibhausgasausstoß in Deutschland ist noch höher als gedacht. Der CO2-Ausstoß ist 2015 und 2016 gestiegen. Wie sind hier die Zahlen für Hessen? Warum kommen diese in diesem Lobesantrag nicht vor? Ist es nicht eher so, dass die Werte auch in Hessen seit 2014 gestiegen sind, wenn wir alles berücksichtigen und damit der vermeintliche Klimaschutz der Landesregierung entlarvt? Deutschland wird sein EU-Klimaziel für 2020 in den Bereichen, die nicht zum europäischen Emissionshandel gehören, etwa im Verkehr, im Gebäudebereich und in der Landwirtschaft nicht erreichen. Auch Hessen wird es nicht schaffen. Diese Selbstherrlichkeit nimmt Ihnen doch keine Hessin und kein Hesse mehr ab. Lassen Sie mich die Ministerin zitieren. Nun gilt es, die Maßnahmen des Klimaschutzplans auch umzusetzen und hierzu die Diskussionen mit gesellschaftlichen Akteuren, Verbänden und Unternehmen zu führen. Heute wurde deutlich, dass viele von Ihnen aktiv mitwirken möchten, wie auch schon bei der Erarbeitung des Klimaschutzplans. Darüber freue ich mich sehr und bin überzeugt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind. Zitat Ende. Werte Staatsministerin, lassen Sie sich von mir als begeisterte Wanderin sagen, es ist sicher gut, sich schon einmal auf einem Weg zu befinden. Aber das reicht nicht. Sie müssen auch loslaufen, um das Ziel zu erreichen und nicht nur die Etappen definieren oder theoretisch beschreiben, was Wandern ist. Wichtig ist auch, rechtzeitig anzukommen und die Strecke vor sich nicht zu unterschätzen. Die Hessische Landesregierung will mit der Umsetzung von 42 als prioritär eingestuften Maßnahmen, immerhin 42 von 140 Maßnahmen, bis 2019 beginnen. Das ist schon nächstes Jahr. Erste Umsetzungsphase nennen Sie dies. Eher erschreckend. Wie viele der 42 Maßnahmen sind tatsächlich begonnen? Welchen Stand haben diese erreicht? Wie viele Treibhausgase wurden durch die Maßnahmen reduziert? Erreichen wir das erste Etappenziel bis 2020? Werden die Treibhausgasemissionen bis 2020 tatsächlich um 30% reduziert? Geben Sie hier endlich Antworten, und zwar keine geschönten. Was fällt mir persönlich als Erstes ein beim Klimaschutzplan der Landesregierung und dessen Umsetzung? Mir als Finanzexpertin fällt als Erstes ein der enorme Stellenzuwachs im Umweltministerium, im höheren Dienst, im Doppelhaushalt des Landes. Aber schauen wir uns den Antrag nun genauer an. Hessen übernimmt Verantwortung für Klimaschutz mit konkreten Zielen und gezielten Maßnahmen. Unter Nummer 1 des Antrags formulieren Sie einen richtigen Gedanken. Natürlich können Sie sich für das, was Sie dort sagen, meiner und auch der Unterstützung meiner Fraktion sicher sein. Uns ist Klimaschutz und die Begrenzung von Klimaveränderungen wichtig. Am Ende steht jedoch eine Erwartung an die Klimakonferenz in Bonn.
Aber welchem Zweck soll dies dienen? Die Konferenz war vom 6. bis 17. November 2017 in Bonn. Stellen wir nun Erwartungen an die Vergangenheit auf? Erwartungen, was letztes Jahr hätte passieren müssen? So ein Irrsinn! Diesen Antrag hätten Sie schon lange von der Tagesordnung nehmen müssen. Erinnern Sie sich noch, dass Sie vor zwei Jahren die Klimaneutralität der Landesverwaltung bis 2030 feierlich verkündeten? Bereits bei der Darstellung räumten Sie ein, dass verbleibende Emissionen kompensiert werden müssen. Dies bedeutet doch wohl den Kauf von Zertifikaten an der Emissionsbörse. Hierdurch verbessert sich rein gar nichts für das Klima in Hessen. Im Antrag steht nichts über die Erreichung der Ziele. Bei der Erreichung der Ziele eines echten Klimaschutzes würden wir gerne unsere Unterstützung anbieten. Unter Nummer 2 sprechen Sie dann sogar von ambitionierten Klimaschutzzielen der Landesregierung. Sie sprechen davon, dass Hessen seiner Verantwortung zur Senkung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase gerecht werden müsse. Auch das stimmt, also grundsätzlich jedenfalls. Aber die Krönung in diesem Antrag ist doch die Verwendung des Wortes ambitioniert, ein praktischer Begriff, der eigentlich immer nur dann Verwendung findet, wenn wir nachträglich bedauern, dass wir ein Ziel nicht erreichen konnten. Auf Bedauern folgt dann Verständnis nach dem Motto, oh, 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 das waren aber auch ambitionierte Ziele. Nummer 3 verlangt unsere Unterstützung für die Landesregierung dabei, dass sie Bundesinitiativen zum Kohleausstieg voranbringen. Und auch das ist erst einmal richtig und zugleich auch lächerlich. Denn tatsächlich betrifft uns in Hessen der Kohleausstieg kaum mehr, nachdem die Braunkohlereviere Niederhessen und Wetterau stillgelegt sind. Also ein unfassbar mutiger Schritt von Ihnen für die Erreichung der hessischen Klimaschutzziele. Dass ich dann aber in Nummer 5 und das ist etwas für meinen Kollegen Gerd Merz, dass ich in Nummer 5 auch begrüßen soll, dass ein Plan ein Ziel verfolgt, geht mir eindeutig zu weit. Der Plan soll dann auch noch die Maßnahmen entwickeln. Was halten Sie davon, wenn wir den Text ändern, sodass er plötzlich einen Sinn erhält? In der SPD schreiben wir in Plänen Ziele nieder. Wir überlassen anschließend aber nicht dem Plan. Wir überlassen anschließend nicht dem Plan die Zielverfolgung und Maßnahmenentwicklung, sondern wir kümmern uns selbst darum. Haben Sie, liebe Kollegen der GRÜNEN, vielleicht einmal errechnet, wie viel CO2 durch so einen überflüssigen Antrag entsteht? So ein bedeutungsloses Pamphlet muss erarbeitet werden, gedruckt, verteilt, gelesen, hier sogar diskutiert werden. Mich würde interessieren, wie viele Emissionszertifikate Hessen erwerben muss, um die CO2-Bilanz dieses Antrags im Sinne der klimaneutralen Landesverwaltung zu neutralisieren. SPD und Wann wird dieser Quatsch? Wann werden diese überflüssigen und zeitfressenden Antragshülsen endlich aus diesem Hause verschwinden und Platz machen für Dinge, die wirklich wichtig sind? Echten Klimaschutz zum Beispiel. Es ist allerhöchste Zeit. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, keine Sorge, keine Hoffnung. Von dieser Regierung werden Sie in Sachen Klimaschutz keine konkreten Maßnahmen mehr fürchten oder erwarten müssen. Im Oktober ist Wahl. Bis dahin wollen diese Damen und Herren nirgendwo mehr anecken, wollen lieber beruhigen und einschläfern. Ich höre Sie, liebe GRÜNE, schon in der Opposition Ende dieses Jahres laut rufen, ganz besonders laut, dass die neue Landesregierung die Klimaschutzziele nicht erreicht. Vorsicht! Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir haben die Kraft für die Zukunft von Hessen.
Danke, Frau Kollegin Löber. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Arnold von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Ich muss doch ganz kurz mal auf meine beiden Vorrednerinnen eingehen, und ich versuche jetzt mal, Ihre Wortwahl ausnahmsweise genauso fortzusetzen, wie Sie es getan haben. Ich bin froh darüber, dass die beiden Phrasen Dreschmaschinen ihren Betrieb eingestellt haben und ihr dumm, dreistes, inhaltsloses Gequäke. Das waren Ihre Worte, und ich würde ganz gerne mal wieder zur Sachlichkeit etwas beitragen wollen. Der Klimaschutz ist eine der zentralen Aufgaben der Zukunftssicherung unseres Landes. Und da wir verantwortungsvoll mit unserem Land und der Welt umgehen möchten, ist es uns ein besonderes Anliegen, schon heute die Weichen für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt für künftige Generationen zu stellen. Und dazu gehört für uns, das Klima zu schützen. Und unsere Aufgabe ist es, die von uns verursachten Klimaveränderungen einzudämmen, ohne dabei, und das ist unsere Verantwortung für die kommenden Generationen, den aktuellen und künftigen Wohlstand zu gefährden. Und wir stellen uns dieser Herausforderung nur zu gerne. Und um diesen Ehrgeiz zu erhöhen, haben wir auf der Klimakonferenz in Bonn vereinbart, in den Jahren 2018 und 2019 unsere Ergebnisse zu bilanzieren. Wir wollen darstellen, wie weit wir in unseren Anstrengungen vorangekommen sind. Einerseits die Treibhausgase zu mindern, und andererseits, inwieweit wir in der Erfüllung unserer Finanzzusagen nachgekommen sind. Auch wir in Hessen wollen unserer Verantwortung gerecht werden. Mit dem durch die Landesregierung vorgelegten integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 leisten wir unseren Beitrag zur Senkung der Ausstöße von klimaschädlichen Gasen. Bis zum Jahr 2020 wollen wir den Ausstoß von Treibhausgasen um 30%, bis zum Jahr 2025 um 40% und bis 2050 sogar um mindestens 90% im Vergleich zum Basisjahr 1990 senken. Und mit unserer hessischen Klimaschutzpolitik wollen wir so einen Vorbildcharakter für weitere Bundesländer darstellen. Und da es an der Zeit ist, Verantwortung für den Klimaschutz zu übernehmen, das zeigt der Klimawandel, den wir jetzt schon in Hessen spüren. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist die mittlere Jahrestemperatur um 0,8 Grad Celsius angestiegen. Damit einher geht der nachweisliche Rückgang der besonders kalten Tage seit den 60er Jahren. Zugegeben, auf den ersten Blick scheint es verlockend. Weniger kalte Tage, insgesamt etwas wärmer. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt oder von der Bergstraße, sind wir doch ehrlich, wir genießen es doch, wenn im Sommer nach einem warmen oder gar sehr heißen Tag eine kühlere Nacht uns doch besser schlafen lässt. Mit den zu erwarteten klimatischen Veränderungen in Hessen wird das für Sie schwer. Da ist nämlich mit einer Zunahme von tropischen Nächten bei Ihnen auszugehen. Oder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Odenwald oder aus der Rhön stehen Ihre Gummistiefel bereit. Sie haben nämlich mit der stärksten absoluten Zunahme an Starkregentagen zu rechnen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es ist genau richtig, dass wir jetzt Verantwortung für den Klimaschutz in Hessen und damit auch auf der Welt übernehmen. Ebenso ist es wichtig zu verstehen, dass Ökonomie und Ökologie nicht als Gegensätze zu verstehen sind. Beide Komponenten können miteinander vereinbart werden. Dies zeigen die ersten Abschätzungen der wirtschaftlichen Folgen, die im integrierten Klimaschutzplan zu finden sind. So ist beispielsweise zum Zieljahr 2025 mit einem Anstieg des BIPs um 2,3% zu rechnen, was dabei ein Mehr von 1,5% an Beschäftigung mit sich bringt. Sie sehen, dass die Gesamteffekte auf das Wachstum und die Beschäftigung eindeutig positiv sind. Und wir haben mit unserem Klimaschutzplan einen partizipativen Ansatz gewählt und alle Interessengruppen mit eingebunden. Applaus
Ich halte es für ganz besonders wichtig, dass man genau diejenigen, die die Maßnahmen am Ende umsetzen müssen, von vornherein mit einbezieht. Und so haben wir 140 Maßnahmen identifiziert, die wir in Hessen umsetzen können und mit denen wir zu Klimaschutz und Klimaanpassung beitragen können. Wir setzen dabei ganz klar auf Anreize, auf Information und auf Freiwilligkeit, weil wir mit Vorschriften keine langfristigen Erfolge erzielen. Statt Individualverkehre zu verbieten, wollen wir den ÖPNV stärken und attraktiver machen. Mit dem Jobticket und dem Schülerticket haben wir hierfür bereits Meilensteine gesetzt. Statt Heiz- oder Dämmformen vorzuschreiben, bieten wir Informationen und Unterstützung an, um effiziente und auch kostenmäßig lohnende Lösungen zu finden. Und statt Unternehmen zu drangsalieren, unterstützen wir Investitionen von Mittelständlern in hocheffiziente Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen durch ein Investitionsförderprogramm und den Ausbau der Energieberatung. Wir identifizieren diejenigen Maßnahmen, die etwas bringen und gleichzeitig auch wirtschaftlich lohnend sind. Das wollen wir umsetzen, denn Klimaschutz, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss keine Belastung sein. Wir setzen in bundesweit einmaliger Manier auch auf Klimaanpassung, denn es ist klar, dass der Klimawandel nur verlangsamt, nicht aber verhindert werden kann. Und es ist daher richtig und wichtig, dass wir unsere Infrastruktur auf ein anderes Klima anpassen, Land- und Forstwirtschaft auf veränderte Bedingungen ausrichten, Planungsprozesse so steuern, dass wir auch in einer wärmeren Welt gut zurechtkommen. Natürlich retten wir die Welt und das Klima nicht alleine, aber wir können etwas beitragen, wie jeder etwas beitragen sollte. Und wir bringen unsere Stärken ein. Ich finde es hervorragend, dass unsere Finanzindustrie und auch die Versicherungswirtschaft mitmachen wollen und über Finanzierungs- und Versicherungslösungen sprechen. Oder dass wir uns mit unseren ehrenamtlichen Helfern beim Roten Kreuz oder beim THW darauf einstellen, welche Herausforderungen im Zivil- und Gesundheitsschutz ein wärmeres Hessen mit sich bringt. Oder dass wir uns besser gegen Starkregen und Hochwasser schützen, weil wir wissen, dass das weiter zunehmen wird. Die große Klimapolitik muss weltweit gemacht werden. Paris war hier ein Durchbruch, an dem wir hier weiterarbeiten müssen. Deutschland nimmt hier weiterhin eine absolute Vorreiterrolle ein, auch wenn wir selbstgesetzte Ziele vielleicht erst 2 oder 3 Jahre später erreichen. Die Verpflichtungen, die Deutschland vor allem im Paris Agreement eingegangen ist, werden wir erfüllen können. Damit und mit innovativen, wirtschaftlich tragfähigen Lösungen wird Deutschland und Hessen weiterhin Vorbild in der Klimapolitik sein. Der Klimaschutz ist eine Investition in die Zukunft. Nutzen wir die Chance und übernehmen Verantwortung. Ich halte es da gerne mal wie ein berühmter Hesse und lade Sie herzlich ein, ihm auch zu folgen. Goethe hat nämlich gesagt, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente wechselt, kann etwas Nützliches entstehen. In diesem Sinne packen wir es an, stellen uns gemeinsam auf gegen den Klimawandel und für eine lebenswerte Umwelt für die zukünftigen Generationen. Danke schön. Danke, Frau Kollegin Arnold. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Knell von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Klimaschutz ist wichtig. Auch wir bekennen uns natürlich zum Pariser Abkommen, dem alle Staaten der Welt beigetreten sind. Von den USA wissen wir, dass das Land das Pariser Abkommen verlassen will. Man wird sehen, ob das wirklich so kommt. Aber Klimaschutz ist eine Aufgabe aller Länder. Und nur wenn alle dazu beitragen, wird es möglich, die Treibhausgase zu reduzieren. Was wir aber nicht brauchen, ist Klimahysterie und Klimaaktionismus, bei dem ohne Sinn und Verstand Dinge gefordert werden, die dem Klima nicht wirklich helfen, aber der Akzeptanz des Klimaschutzes schaden. Wir brauchen, wie auch in vielen anderen Bereichen der Politik, keine grüne Symbolpolitik und keine Wohlfühlpolitik mit Ablasshandel.
frei nach dem Motto, ich kaufe Papier mit FSC-Siegel, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich dann mit Ryanair zum Shoppen für ein paar Stunden nach London oder Barcelona fliege. Meine Damen und Herren, die FDP steht nicht für Gesinnungspolitik, sondern für technisch und wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Herausforderungen des Klimaschutzes. Wir brauchen eine Klimapolitik mit kühlem Kopf, die nicht zur Ideologie verkommt. Wir brauchen eine Klimapolitik, die auch den Mut hat, Fehler einzugestehen und Korrekturen vorzunehmen. Und ich weiß heute nicht, was die Forscher und Erfinder in Deutschland und der Welt in Zukunft entwickeln werden, um Treibhausgase zu reduzieren. Ich weiß aber, dass wir ihnen die Freiheit geben sollten, alles auszuprobieren, was auf diesem Wege hilfreich ist. Es macht deshalb überhaupt keinen Sinn, dass Parlamente bis ins Detail vorschreiben wollen, wie CO2 eingespart werden soll oder kann. Und wir sind auch gegen jede Form der Verbotspolitik, wie sie von den GRÜNEN in allen Lebensbereichen verfolgt wird. Fleisch zu essen ist nichts Schlechtes, und Menschen, die gerne Fleisch essen, sind auch nicht die schlechteren Menschen, sondern haben, und das sei mir als Fan der allen Wurst erlaubt, vielleicht sogar den besseren Geschmack. Also hören Sie bitte auf mit Ihren grünen Umerziehungsplänen und schreiben Sie den Bürgern nicht vor, was sie essen sollen. Auch Autofahren ist nichts Schlechtes. Autofahren würde sogar Spaß machen, wenn der grüne Verkehrsminister nicht für so viele Staus sorgen würde. Also früher hat das nicht so lange gedauert, bis ich in Wiesbaden war. Jetzt brauche ich teilweise 3 Stunden. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren, wie von den GRÜNEN gefordert, lehnen wir natürlich ab. Welchen Sinn macht ein Verbot von CO2-armen Dieselmotoren, wenn der Strom für Elektroautos aus polnischen Braunkohlekraftwerken stammt? Meine Damen und Herren, die EU verfolgt im Rahmen der Energie- und Klimapolitik das Ziel, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 27 % zu steigern. Dieses Ziel hat Deutschland längst erreicht. Im letzten Jahr lag der Anteil erneuerbarer Energien bei 36 %. Damit wurde auch das 2020-Ziel der Bundesregierung bereits erreicht. Aber trotz Rekordzubaus steigen in Deutschland die CO2-Emissionen an. Die deutschen Verbraucher haben bisher rund 180 Milliarden € für die Subventionierung erneuerbarer Energien bezahlt. Deutschland hat die höchsten Strompreise in Europa. Und die CO2-Bilanz des selbsternannten Musterschülers Deutschland ist trotzdem verheerend. Und spätestens jetzt wäre doch der Zeitpunkt gekommen, den eigenen eingeschlagenen Kurs kritisch zu hinterfragen. Statt blind immer höhere und radikalere Forderungen aufzustellen, sollten wir über neue Wege nachdenken. Welchen Sinn macht es denn, die Windkraft weiter auszubauen, wenn heute der Windstrom die Netze verstopft und an immer mehr Tagen teuer subventionierter Strom, Ökostrom, gegen Gebühr im Ausland verkloppt wird? Wenn der Flaschenhals zu eng ist, dann hilft es auch nicht, wenn man immer mehr oben reinschüttet. Dr. Grunwald, Leiter des Büros für Technikfolgen und Abschätzungen beim Deutschen Bundestag und Professor am Karlsruher Institut für Technologien, hat in einem Beitrag kürzlich eine ehrliche Debatte über die technischen und sozialen Probleme der Energiewende angemahnt. Wir sollten endlich damit beginnen, diese ehrliche Debatte zu führen. Dazu gehört es, die technischen und wissenschaftlichen Fakten anzuerkennen. Und auf Parteitagen kann man Steuersätze oder Konzepte zur Pflegeversicherung beschließen, aber auch grüne Parteitage können die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. Meine Damen und Herren, die grüne neue Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, die als grüne Fachfrau für Klimapolitik gilt, hat in einem Interview im Deutschlandfunk kürzlich zur Energiepolitik gesagt, ich zitiere, und natürlich gibt es Schwankungen, das ist vollkommen klar. An Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert das Netz als Speicher. Zitat Ende. Frau Baerbock glaubt also tatsächlich, dass das Stromnetz ein Speicher ist. Meine Damen und Herren, wie oft wollen uns grüne Politiker die Welt erklären, und dann verstehen sie nicht einmal grundlegende Zusammenhänge. Nein, das Stromnetz kann Strom nicht speichern. Und das ist genau einer der Gründe, warum die Energiewende, so wie sie läuft, nicht funktioniert. Frau Baerbock ist von Haus aus Politikwissenschaftlerin. Das bin ich auch. Politikwissenschaftler können fast alles, aber Fragen der Energietechnik sollte man vielleicht Physikern oder Elektrotechnikern überlassen, denn die verstehen etwas davon.
Was die GRÜNEN hier vorgelegt haben, ist ein Jubelantrag, der dem Klima in Hessen gar nicht hilft. Und auch in Hessen steigen die CO2-Emissionen mit einem grünen Wirtschaftsminister und einer grünen Umweltministerin. Bis 2014 sind die Emissionen in Hessen um 24% gesunken. Seit die GRÜNEN regieren, nehmen die Treibhausgase wieder zu. Und das sind keine Verleumdungen. Das sind Ihre eigenen Zahlen. Ihr eigener Monitoringbericht zur Energiewende, Ihre eigenen Zahlen zeigen, dass Sie bei zentralen Aufgaben nicht vorankommen. Und für keines der großen Netzausbauprojekte in Hessen gibt es eine Genehmigung. Der Netzausbau im lokalen Verteilnetz findet quasi nicht statt, obwohl er vom Minister als vordringlich bezeichnet wird. Der größte Teil des Geldes für den Klimaschutzplan Hessen fließt in den Freifahrtschein für Beamte. Und das ist auch so ein Wahlgeschenk, dessen Sinnhaftigkeit wir anzweifeln. Besonders enttäuschend ist aber der Rückgang der Energieforschungsförderung um 60% unter grüner Regierungsbeteiligung. Es gab einen regelrechten Kahlschlag bei der Forschung und Entwicklung neuer Technologien. Das Einzige, was Sie interessiert, sind doch neue Windkraftanlagen. Beim Thema Energiespeicher sind Sie völlig tatenlos. Die Speicherung von Energie war immer eine der tragenden Säulen der Energiewendekonzepte. Und in der Realität tut diese Landesregierung gar nichts dafür. Meine Damen und Herren, die GRÜNEN und die CDU im Schlepptau betätigen sich nur noch als Lobbyorganisationen der Windkraftindustrie. Wir haben in Deutschland eine völlig absurde Situation. Obwohl wir schon heute zu viel Windstrom im Netz haben, sollen auf Teufel komm raus neue Anlagen mit Subventionen gebaut werden, immer neue Subventionen für Strom, der immer öfter ins Ausland verschenkt wird. Gleichzeitig müssen Unternehmen, die Energie speichern wollen, die Windstrom speichern wollen, die doppelte EEG-Umlage bezahlen. Das ist doch völliger Irrsinn. Wer eine Kilowattstunde mit dem Windrad erzeugt, bekommt dafür Subventionen, auch wenn der Strom ins Ausland verschenkt wird. Wer eine Kilowattstunde Strom speichern will, der muss erst einmal, also einmal bei der Einspeicherung die EEG-Umlage bezahlen und dann noch einmal bei der Abgabe des Stromes EEG bezahlen. Sie machen durch Steuern und Abgaben Speicher so teuer, dass sie gar nicht funktionieren können. Und schon die normale EEG-Umlage ist eine Belastung, aber Speicherstrom mit der doppelten Abgabe zu bestrafen, kann nur den Grund haben, die Entwicklung von Stromspeichern verhindern zu wollen. Meine Damen und Herren, wir wollen den Klimaschutz voranbringen, in Deutschland und in Hessen. Deswegen setzen wir auf Technologieoffenheit, auf Forschung und den Emissionshandel möglichst weltweit. Die Politik darf nicht Technologien oder Preise festschreiben. Unternehmen, Techniker und Gründer sollen mit ihren Ideen auf der Grundlage des Emissionshandels dort Treibhausgase einsparen, wo es besonders leicht und wo es besonders wirtschaftlich ist. Wir wollen in Hessen die Energieforschung, die unter den GRÜNEN massiv gelitten hat, wieder nach vorne bringen. Wir wollen in Hessen Energiespeichertechnologien voranbringen, um auch den Netzausbau auf das Notwendigste zu begrenzen. Damit würde man wirkliche Fortschritte schaffen. Ihr Antrag tut das nicht. Und Frau Kollegin Feldmayer sagte eben, dass die grüne Ministerin ein Herz für Klimaschutz hat. Ja, das bezweifeln wir auch gar nicht. Aber wir vermissen Politik mit Herz und Verstand, und das nicht nur im Bereich der Klimapolitik. Danke, Frau Knell. Für eine Kurzintervention hat sich Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben 2 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Knell, was für eine Rede. 2 Minuten reichen leider nicht, um alles, was Sie hier so erzählt haben, jetzt richtigzustellen. Aber ich will trotzdem einmal den Versuch machen, der FDP den Klimawandel zu erklären. Ich sage Ihnen, wenn der Meeresspiegel steigt, dann schwimmt auch das Eigentum weg. Also das, was Ihnen sonst so sehr am Herzen liegt und was Sie sonst gegen alle Widerstände verteidigen. Der Klimawandel gefährdet auch das Eigentum. Und ich finde, Frau Knell, wenn Sie sagen, wir sollten wissenschaftliche Fakten anerkennen, möchte ich das gerne an Sie ein bisschen zurückgeben. Weil ich finde, der erste wissenschaftliche Fakt, den wir mal anerkennen sollten, ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und ich finde, aus der FDP hat man in den letzten Wochen da schon ein bisschen was anderes zum Teil auch gehört, auch im Wahlkampf. Ich finde, das ist doch der erste Fakt, den man anerkennen muss. Und dann muss man doch, wenn man sich daran einig ist, sagen, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren. Ja, und wie macht man das denn? Natürlich muss man den Automobilverkehr reduzieren. Und das ist doch nicht so, dass man, da kann man doch nicht sagen, ja, jeder soll die Freiheit haben. Ja, ich meine, wenn der Klimawandel nicht gestoppt wird, dann haben wir bald hier überhaupt keine Freiheit mehr, weil wir einfach einen unaufhaltsamen Klimawandel haben.
und die Freiheit des Einzelnen zu rasen kann und ein möglichst hochmotorisiertes Auto zu fahren, kann doch nicht abgewogen werden gegen das Interesse, diesen Planeten auch in Zukunft lebenswert zu machen. Und natürlich müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und da muss ich schon so ein bisschen schmunzeln, wenn ausgerechnet die FDP davon spricht, dass man Energiepolitik ideologiefrei betreiben müsste. Also, ich meine, bei ihrer Politik im Bereich Kohlekraft, Atomkraft, also ich sage jetzt mal so, Fakten und Wissenschaft hat da nie eine Rolle gespielt. Also, wenn Fakten entscheidend gewesen wären, dann hätte Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke viel früher vom Netz gehen müssen. Von daher finde ich, ist die FDP eigentlich das beste Beispiel für eine falsche und ideologiegeleitete Energiepolitik im Bereich der Kohlekraft und der Atomkraft. Danke, Frau Kollegin Wissler. Frau Kollegin Knell, Sie hätten die Möglichkeit für 2 Minuten zur Erwiderung. Nein? Gut. Dann spricht nun für die Landesregierung Frau Staatsminister Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. So, sehr verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, ich hätte eigentlich fast angefangen mit der Aussage von der FDP, habe ich eigentlich nichts anderes erwartet. Aber ich möchte jetzt noch eins hinzufügen im Hinblick auf das Thema, welche Fachleute sollten eigentlich zu welchen Themen sprechen. Es gibt eine Einladung des Wirtschafts- und Energieministers an Sie 14.30 Uhr am Montag im Wirtschaftsministerium. Da wird der letzte Bescheid übergeben für die Stromtrasse Wale-Meckler. Alle 4 Projekte in Hessen sind soweit abgearbeitet. Das Einzige, was fehlt, sind die, für die der Bund zuständig ist. Nur so viel zu der Frage, wer hat eigentlich von was Ahnung. Aber ich möchte grundsätzlich damit beginnen, dass ich auf die Wirkungen des Klimawandels noch einmal hinweisen will, weil ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, um die Debatte richtig einzuordnen. Und wir haben auch bei den Redebeiträgen von Seiten der Abg. Schott und der Abg. Löber gefehlt, dass sie tatsächlich Vorschläge machen, wie wir eigentlich dem weltweiten Klimawandel begegnen wollen. Ich meine, wir hatten letztes Jahr eins wieder der wärmsten Jahre in Folge seit der Wetteraufzeichnung. Nicht nur Hurrikane, sondern auch Monsunüberflutungen als Gegensatz dafür lange Dürren in Ostafrika und in Kapstadt, wer es noch nicht gelesen hat, steht der Tag bevor, an dem das Trinkwasser abgestellt wird für die gesamte Stadt. Das sind die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels. Und wir brauchen uns dann am Ende auch über Fluchtbewegungen nicht zu wundern. Und ich finde, dass auch eine Ernsthaftigkeit in diese Debatte gehört, weil es sind unsere Lebensgrundlagen gemeinsam, die wir entweder erhalten oder die wir zerstören an diesem Punkt. Und auch ökonomisch, weil die FDP doch nicht jenseits auch des Eigentums, Frau Wissler, auf diese Eigentumsfrage, weil die FDP doch auch immer auf die Frage der Ökonomie so setzt beim Klimaschutz. Letztes Jahr, 2017 allein, war das teuerste Jahr in Bezug auf Wetterkatastrophen weltweit. 320 Milliarden US-Dollar waren die Schäden teuer. Das hat die Rückversicherungsgesellschaft Munich Re aus Deutschland veröffentlicht. Also, das sind ökonomische Schäden, die dann auch die Versicherten zu tragen haben und natürlich auch die Volkswirtschaft insgesamt, weil man ja entsprechend auch Schäden teilweise über die materiellen Schäden, die zum Beispiel Unternehmen haben, hinaus dann auch wieder reparieren muss. Und wir in Hessen hatten letztes Jahr auch Wetterextreme, wieder einmal.
und dieses Jahr hat mit Sturm begonnen. Also, es trifft uns. Wir haben eine globale, weltweite Verantwortung, und wir haben eine regionale Verantwortung. Und der sollten wir nachkommen mit Klimaschutzplänen und Klimavereinbarungen auf der internationalen Ebene wie dem Paris-Abkommen, aber auch Klimaschutzplänen national und dann natürlich auch landesweit, so wie wir das in Hessen haben. Und das gerade deswegen ist es so bedauerlich, dass wir auf der einen Seite feststellen, dass die CO2-Problematik schwieriger wird. Das heißt, wir haben auch in Deutschland und natürlich damit auch in Hessen höhere CO2-Werte. Das ist so. Weil wir sind ja nicht, wir können uns ja nicht nach oben hin abschotten und sagen, das, was wir in Hessen machen, ist für uns gut, und Deutschland, was in Deutschland passiert, schwappt nicht nach Hessen rüber. Sehr geehrte Frau Abg. Knell, also das muss man schon im Blick haben. Aber gerade deswegen wäre es wichtig, das sage ich jetzt ausdrücklich auch an die SPD, dass man die Klimaschutzziele in Deutschland erreichen müsste. Es braucht nicht nur ambitionierte Ziele, sondern man muss sie auch durchsetzen und umsetzen wollen. Darum geht es insgesamt. Und erstaunlicherweise gab es, was die Jamaika-Sondierungen angeht, jedenfalls ein Ergebnis in Richtung Braunkohleausstieg. Das gab es. Komischerweise gibt es das jetzt nicht mehr. Also an der CDU kann es nicht so richtig gelegen haben. Jetzt kann jeder mutmaßen, an wem es dann vielleicht liegt. Und ich sage Ihnen, da, wo es wirklich wichtig ist in Sachen Ökologie und Klimawandel, da muss man auch die GRÜNEN an der Seite haben, weil auf die SPD jedenfalls scheint da kein besonders großer Verlass zu sein. Wir halten in Hessen an unseren Zielen fest, und die haben wir gemeinsam beschlossen in der Landesregierung mit den sie tragenden Koalitionen. Das sind ambitionierte Ziele, die wollen wir erreichen, und natürlich arbeiten wir an der Umsetzung. Das ist doch keine Frage. Und ich möchte mal wissen, was Sie gegen das Jobticket einzuwenden haben oder gegen das Schülerticket. Das trägt alles dazu bei, dass wir den Klimaschutz befördern und gegen den Klimawandel arbeiten. Und ich habe weder in Thüringen, noch in Brandenburg, noch in Berlin, noch in anderen Ländern bislang festgestellt, dass es solche Maßnahmen gibt. Meine Damen und Herren, also, es wäre schon gut, nicht nur hier Vorschläge zu machen in der Debatte, Frau Schott und Frau Löber, sondern dann auch in den Ländern, wo man mit an der Regierung ist, für Umsetzung solcher Pläne und solcher konkreten Maßnahmen zu sorgen. Wir jedenfalls tun das, wir von den GRÜNEN und von der CDU in Hessen. Wir haben auch die Grundlagen gelegt, der finanziellen mit 140 Millionen Euro zusätzlich. Das sind viele Maßnahmen, die sowohl für die Verbesserung der CO2-Speicher wichtig sind, wie z.B. die Wiedervernässung von Mooren in der Hochrhön. Das ist ein doppelt so guter CO2-Speicher übrigens als die Wälder. Aber wir fördern auch wichtige Themen wie Quartierssanierungen, energetische Quartierssanierungen. Das ist für die Kommunen wichtig, aber auch im Hinblick auf die Ziele, die wir zu erreichen haben bei der Wärme, nicht nur beim Strom. Aber wir machen auch ganz viel im Bereich der Energieeffizienz. Jede vierte Straßenlaterne ist bereits eine LED-Leuchte. Jede vierte, das trägt zur Energieeffizienz bei und hilft auch den Kommunen, Klimaschutzziele zu erreichen, die sie selber aufgestellt haben, und dann auch noch Geld zu sparen. Es ist also auch eine Win-Win-Situation, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben für die Kommunen eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten der Förderung, sei es bei der
sei es bei der Gebäudesanierung, sei es bei der Modernisierung von Kläranlagen, bei der Veränderung von Gebäudetechnik. Und wir haben mit unserem Netzwerk der Klimakommunen auch schon über 170 Kommunen, die sich eigene Klimaschutzziele und eigene Klimapläne erarbeitet haben. Und das ist gut, dass wir dieses Netzwerk haben, weil so wie die internationale Ebene auf die nationale und die regionale angewiesen sind, sind wir auch auf die kommunale Ebene angewiesen. Und wir unterstützen die Kommunen auf ihrem Weg, so wie sie uns unterstützen. Und ich kann Ihnen zum Schluss nur eines sagen. Wir werden alle Bilanzierungen, die auch seitens des Kyoto-Protokolls vorgesehen sind, weiterhin natürlich machen, wenn es nach Paris eine neue Bilanzierungsmethode geben sollte, werden wir auch die anwenden. Bislang halten wir uns jedenfalls an die internationalen Standards, und wir beschreiben nicht nur Papier, sondern wir handeln, und das werden wir auch weiterhin im Bereich des Klimaschutzes tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mir wurde signalisiert, dass über die beiden Anträge abgestimmt werden soll. Dann ist das so. Dann lasse ich abstimmen über den Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessen übernimmt Verantwortung für Klimaschutz mit konkreten Zielen und gezielten Maßnahmen, Drucksache 19/5411. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, FDP und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen worden. Ich lasse abstimmen über den Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Klimaschutz in Hessen, verlässliche Treibhausgasbilanz erarbeiten, Klimaschutzziel richtig und verbindlich setzen, Drucksache 19/6000. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und der FDP. Damit ist dieser Dringliche Antrag abgelehnt worden. Meine Damen und Herren, wir können jetzt in die Mittagspause eintreten. Ich unterbreche die Sitzung. Wir sehen uns um 14 Uhr wieder. Vielen Dank.